Folge Nummer 20 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land bei etwas Müllproblemen. Da schauen wir rein, haben wir gesagt letztes Mal, und das Geothermie-Kraftwerk oder wie es auch immer heißt, war ja auch noch gegeben. Da müssen wir auch noch gucken, was wir da machen müssen. Also hier ist jetzt gerade Müll ein Problem. Vielleicht sollten wir mal davon noch eins irgendwo hinbauen. Wir haben da eine Mülldeponie, die geleert wird. Da auch. Da auch. Okay, unsere Mülldeponien sind gerade alle voll, wa? Da hinten ist eine, die ist mal nicht voll. Vielleicht brauchen wir da noch eine mehr, die wir vielleicht hier hinsetzen könnten, oder? Ah, leider passt die da nicht hin. Und da geht's leider auch nicht hin. Wäre da noch interessant. Ändert sich aber auch nicht da. Nee, mache ich noch nicht, möchte ich noch nicht. Kommt woanders hin, denke ich. Wie viel Prozent haben denn die? Gebäude leert sich. 96% voll. Die ist gerade erst leer gemacht worden. Das war Schnee, ne? Ja. 1% voll. Der schmilzt doch von alleine wahrscheinlich weg. Hier hatten wir... wo war denn hier die jetzt? Da. Gebäude leert sich. 57%. Ja, aber wir müssen es mal lernen. Hier war sie da. 92%. Also... ja, lass uns noch mal reingucken, ob noch irgendwo vielleicht eine hin sollte. Vielleicht hier oben noch eine hinmachen. Aber bringt uns das was? Nicht so wirklich, ne? Hier ist alles bergig. Da wird sie gehen. Wird uns jetzt aber auch nicht das Müllproblem hier unten ablösen, was ja hier so ist. Und das liegt einfach daran, dass die da zu ist. Wir machen da definitiv eine zweite an, damit die parallel da arbeiten. Wenn eine voll ist, kannst du die andere leer machen. Anders funktioniert es vielleicht nicht. Gut, dann sind wir da ein bisschen besser unterwegs. Da werden jetzt die einzelnen Müllwagen ja ausrücken und dann das hoffentlich auch alles abholen. Geothermie hatten wir hier oben. Das läuft. Heizleistung 80%. Ich weiß überhaupt nicht, wie hier so unsere Einstellungen sind. Okay, Strom haben wir hochgedreht, während das Wasser gleich ist. Jetzt müsste man mal gerade gucken, wie es hier so überhaupt aussieht. Okay, hochgedreht, weil da sowieso nicht verfügbar genug ist. Und Wasser läuft eigentlich, okay. Und ich würde jetzt gerne noch eins bauen wollen. Leisten können wir uns das dicke. Hier. Und das Ding macht Lärm, aber keine Verschmutzung. Und das Ding macht Verschmutzung und Lärm, das Kesselhaus. Ich würde aber dann doch das machen wollen, weil ich würde ganz gerne zusehen, weil wir ja Strom auch knapp sind, dass wir das hier mit ausbauen. Und dann, ja. Jetzt war ich gerade im Überlegen, ne? Geothermie, eigentlich müsste man ja so eine Karte haben, wo jetzt Wärme angezeigt wird und Kälte, ne? Im Boden, wo sich das lohnt. Ich würde es jetzt hier hinbauen wollen. Industriegebiet spielt keine Rolle. Machen das so und müssen dann noch Leitung legen. Anschließen. Würde ich dann da anschließen wollen und dann die Leitung auch upgraden. Dann freuen die sich, die da schon mal dran wohnen. Und bringt uns ja dann auch ein bisschen mehr Strom, einfach aus dem Grunde, weil hier mit Dingens geheizt wird, ne? Sag schon, mit Wärme geheizt wird und nicht mit Strom. So, jetzt muss man nur aufpassen, dass das hier nicht hochgeht. Also... also das wächst sogar noch, es wird sogar noch mehr. Okay.
So, das ist ja erstmal gut so, ne? Wenn das noch mehr wird. Kostet uns natürlich alles Geld, hier die Leitung auszubauen, aber wir machen das mal, ne? Wir könnten ja mal hier auch weiter rüber gehen. Und bis zu dieser Kreuzung schon mal, oder? Dann, wenn wir an der Kreuzung sind, dann macht man natürlich den Kreuzungspunkt wenigstens auch noch. So, dann sind die schon mal alle ganz happy. Das ist immer noch hoch. Wie gesagt, die Temperatur 16,3 Grad minus, also wird die Heizleistung jetzt auch gerade gebraucht. Irgendwo ist hier ein Stück nicht verbunden und das war da wahrscheinlich. Ja. Jetzt kriegen die auch alle warmen Hintern. Jo. Ja, macht gerade Spaß, ne? So das Erweitern. Ne? Diese Straße kriegt jetzt komplett Wärme. Und das ist immer noch ein guter Wert hier, würde ich sagen, ne? Heizungsrichtung aktiv. Das ist wahrscheinlich hier an den Rohren und dieses Gebiet geheizt und ungeheizt sieht man natürlich auch. Hier müssen wir gerade mal was machen. Geräumt, also beendet. Das heißt, wir können das auch wieder aufmachen. Da war aber noch einer, ne? Ja. Also alles gut. Hier haben wir noch ein Müllproblem. Der wird ja geleert. Hier haben wir auch ein Müllproblem. Hier fehlen Arbeiter. Hier ist alles gut. Da ist immer noch das Problem mit dem Feuer, obwohl wir hier eine Feuerwache haben. Für mich jetzt nicht so ganz erklärlich, dass das da passiert. Dass das da so abbrennt. Oh, Müllproblem ist immer noch da, auch hier oben jetzt, ne? Ja. Gehen wir nochmal ins Müllproblem rein, aber wenn, dann würde ich jetzt keine Deponie mehr bauen, sondern eine Verbrennungsanlage. Die sind da schon alle unzufrieden. Wer weiß wie. Ich lasse die mal von da aus ausrücken. Und hoffen wir, dass das ein bisschen besser wird alles. So, wie sieht's hier aus? Müllproblem besteht noch, obwohl wir hier das gebaut haben. Hier sieht's alles gut aus. Das Müllproblem ist da immer noch gegeben. Hier hinten fängt's auch an. Der Friedhof ist okay. Hier ist Schnee. Was haben wir da? Lärm. Okay, die sind kranke Bürger wegen dem Dingens. Windrad wahrscheinlich. Was haben wir hier? Die Abwasser, ne? Genau. Alles ist gut da. Dem ist halt so. Ja. Bleibt erstmal so, oder? Das sind Abwasserrohre, okay. Müsste man überlegen, dass man das nach da hinten verlagert dann, ne, oder? Abwasser ist da. Die Dinger sind da. Ja. Würde vielleicht Sinn machen, ne, das hier hin zu basteln. Und hier ist natürlich die Wasseraufbereitungsanlage. 15.000 brauchen wir da, die wir noch nicht haben. Aber wir sind kurz davor. Ich glaube, dann können wir das auch ein bisschen abwarten, wenn. Ja. Aber da haben wir ja keine Sorgen erstmal. Nur mit den Müll haben wir Sorgen gerade. Wundert mich, dass das da nicht mit dem da abgegolten wird. Das Müllproblem. Das dauert halt, bis die Wagen da reinfahren, oder wie ist das? Ja, die ersten Häuser sind auch alle und ja, der muss die nächste Tour, müssen die schon wieder fahren, weil das sind die langen Straßen, die da jetzt noch unbedient sind. So sieht's aus, also das ist schon okay.
Hier sieht's auch so aus, aber da fahren die jetzt ja raus, hoffe ich. Eigentlich sieht's doch gut aus, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall einen dicken, fetten grünen Balken unten, den wir dann da mal wieder in Anspruch nehmen, in Schwung bringen sollten. Da haben wir natürlich hier noch reichlich Flächen, die wo dann erstmal die Mülleimer noch leer haben, wenn wir die neu bauen. Wie sieht's denn hier mit Wasser aus? Ist versorgt, Strom wird dann von alleine kommen, ist klar. Das heißt, wir bauen das mal aus. Da. Und die anderen machen wir groß hier, die äußeren. Weil das vielleicht ein bisschen den Schall nach außen nimmt, obwohl das vom Spiel her die Frage ist, ob das so erkannt wird oder nicht, ne? Ich würde das jetzt mal so sehen, dass die Lärmbelastung durch die hohen Häuser hier nicht so extrem wären. So, hier sind wir mit dem Arzt schon versorgt, den wir da haben. Diese Gebiete würde ich dann ja dafür freilassen wollen. Hier würde ich jetzt allerdings noch kleine Häuschen bauen. Oder diese vielleicht gerade beide nicht, weil dann bleibt die Fläche da frei. Dieses können wir noch machen. Das passt schon so. Möchte man hier noch Gewerbe ansiedeln, oder? Großes Gewerbe machen wir dahin. Dann passt das schon. Dann, das ist frei für eine Straße dahin. Ja, bleibt so. Hier ist eine schicke Kreuzung, aber da fehlt wahrscheinlich das Wasser, oder? Und ja, doch, ein bisschen Wasser fehlt da. Dann lass uns da mal gerade noch eine Leitung bauen. Nee, da müssen wir hier umbauen. Ich glaube, so weit wird es dann reichen. Und dann können wir da eigentlich auch gucken, dass wir da ein bisschen Gewerbe hinkriegen. Und auch das ruhig das Große. Da. Das noch. Das müssen wir erst freilassen wegen Straßenkreuzung. Vielleicht bauen wir die Straße ja weiter durch, weiß ich noch nicht. Ja. So, wie sieht's dann da mit Strom aus? Wahrscheinlich nix. Genau, sieht ganz schlecht mit Strom aus. Jetzt ist die Frage, hier haben wir schon eine Straße. Dann könnten wir diese Zeile eigentlich fertig bauen. Aber mit was? Gewerbe möchte da schon noch hin, ne? Machen wir hier noch Gewerbe und ja, Büro ist gar nicht gefragt, wenn es nur Gewerbe gefragt, ne? Ne, ich mach das weg und zieh mal hier noch eine ganze Reihe großes Gewerbe auf. Und dann gucken, wie weit ist es dann mit Strom verbunden? Ja, von da, wenn die Zeile kommt, wird auch da der Strom da sein. Gut, Gewerbegebiete sind dann auch genug gemacht. Das hier war eine Schule, ne? Hat 790 von 1000, also wird stark angenommen. Müll sind immer weniger Stellen, glaube ich. Wird auf jeden Fall besser werden, ist schon 86 von 92, glaube ich, runter. Hier sind wir bei 48, also unter 50%. Hier steht irgendwo ein Haus leer. Warenkorb KG war das. Die ist verlassen. Ja, dann freuen sich die drumherum, wenn das weg ist vielleicht. Da oben werden noch Facharbeiter wieder gesucht. Ja, gesundheitstechnisch ist da ein bisschen schlecht versorgt. Sonst sieht es alles ganz gut aus. Hier ist ein bisschen schlechter. Hier ist gut. Hier unten wollen wir dann demnächst Dingens machen, sag schon. Auch Wohnhäuser hinmachen. Hier am Wasser niedrig und hier hinten vielleicht ein größeres Wohngebiet rein. Sollen wir mal überlegen. Können wir eigentlich schon mal was mit straßentechnisch bauen, ne? Warte mal, das machen wir damit aber. Ah, mach so.
Also so. Passt schon. So soll es da werden. Wasser ist bis hinten hin fast. Hier noch ein klein bisschen mehr. Dann passt das auch. Und dann Wohngebiet technisch ist es hier. Ach, die Sonne geht auf. Ich war gerade im Überlegen, was ist das? Top-Gebiete am Wasser hier. Das war die Schule. Ja, dann fangen wir da mal mit dem großen Haus an. Aber wir brauchen gar nichts mehr jetzt, ne? Geht nur darum, dass das vielleicht nachher Dingens ist. Wie heißt es? Ja, hier fehlt jetzt leider der Schluss für den Strom. Der kommt da bestimmt gleich. Irgendein Haus wird da jetzt kommen. Ja, jetzt ist es auch schon verbunden. Läuft, ne? Jetzt kriegen die alle Strom. Sind die alle glücklich. Dann hat die Schneedeponie auch Strom. Läuft dann, würde ich sagen. Gut, sieht doch alles prima aus zurzeit. Müll ist immer noch das gleiche Problem, aber werden meines Erachtens wieder weniger Mülleimer. Hier ist nur noch einer, hier sind Dreier. Das sieht gut aus. Wie sieht es hier oben aus? Der Müll ist auch abgeholt, nachdem wir das da oben gebaut haben. Und hier sind ein paar verlassene Häuser. Hat wohl zu lange gedauert mit dem, sag schon, Müll bauen. Dann sind die deswegen vielleicht verlassen, aber kann auch andere Gründe haben, ne? Gut. Passt erstmal soweit. Hier müssen wir mal gucken, was wir da weitermachen mit dem steilen Hang. Strom ist jetzt verfügbar. Das heißt, Strom liegt daran, dass wir auch die Wärme geändert haben. Dass die Geothermalkraftwerke, ich muss mal gucken, ob die überhaupt so heißen, ne? Heißen die so? Geothermie-Heizkraftwerke, so heißen sie. Na, dass die da sind. Dann funktioniert das auch alles. Hier hinten fehlt es irgendwie mit den Straßen, dass der Schnee weggeräumt wird, ne? Aber hier hinten ist doch die Schneedeponie. Wie sieht die denn aus? Hat die zu viel da drin oder was? Ah, 78% voll. Können die hier rein? Doch, die können doch hier reinfahren, ne? Ja. Und warum fährt da kein Schneeschieber rein? Hier wird gerade nicht geräumt in dem Wohngebiet. Ich sehe aber jetzt auch keinen Schneeschieber in der Nähe. Da ist ein Müllfahrzeug, oder? Ja, Müllwagen. Wo sind die im Einsatz? Wo fahren die hin? Hier ist ein Schneeflug, oder? Ja, ihr müsst nicht Straßen machen, die schon sind. Ah, ihr fahrt hier lang wahrscheinlich, ne? Nee, noch nicht mal. Aber der fährt da lang. Und schiebt der? Ja, ne? Okay, der ist aber jetzt gleich fertig. Muss aber jetzt die ganze Tour da durchfahren, damit der Rest wird, ne? Und was mit ihm hier? Der schiebt Schnee. Ah, da fährt er wahrscheinlich dann hin. Ja. Ich glaube, diese Endstraßen sind nicht so erfolgreich, einfach aus dem Grunde, weil wenn der ja einmal daher gefahren ist, ne? Dann reicht das. Der muss nicht die eine Seite und dann die andere Seite machen, ne? Also hier müssen wir mal eine Brücke bauen, glaube ich. Das machen wir gerade mal noch, oder? Das. Ein höher. So. Runter, dass es einigermaßen aussieht, oder? Fast. Und hier runter geht nur. So, ich muss einfach nur da dran machen eigentlich. Ja, jetzt hätte ich das gerne so da, dass das geht, ne? Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Und dann geht er runter. Warum geht er runter? Warum macht er das nicht da oben hin? Ja, und dann ist zu kurz. Schade, ne? Komm, dann reißen wir das Stückchen da weg. Und das müssen wir auch wegreißen. Und dann nochmal das Ganze. So passt's dann, ne? So, dann ist die Straße auch fertig. Wir haben da vorne eine Kreuzung, hier keine. Die nächste ist da. Das bedeutet, diese Straße werden wir hiermit verbinden, denke ich mal. So, jetzt kommen noch mal. So sieht es doch gut aus, oder? Ja. Ach, da ist auch noch eine. Ja. Sollten wir die da einverbinden, oder? Dann passt das schon. Ne, mehr nicht. Hier würde ich jetzt auch die lange nicht weiter durchziehen wollen. Oder doch, wir müssen die lange sogar da durchziehen wahrscheinlich. Weil sonst klappt das alle nicht so, wie wir uns das vorstellen, ne? Was ist das für eine Straße? Ist das denn eine vierspurige Straße schon? Ich glaube, das ist diese eigentlich, ne? Ja, ich tippe mal drauf, wir machen das hier so hin und ziehen die aber nachher noch nach da weiter, oder? Nee, oder? Ich weiß es noch nicht. Lass das letzte Stück weg. Das ist erstmal gut. Hier können wir jetzt aber definitiv noch gerade ein bisschen Ding ins Gewerbe ansiedeln. So, dann passt das schon. Die wollten ja auch noch ein bisschen haben, ne? Hier unten ist noch ein bisschen Grün gefragt. Das wollten wir ja so ein Blockgebiet hier machen. Ja, zack. Hier war niedrig. Das ist so ein Ghetto. Warte, das wieder weg. Da mach hin. Da auch noch hin. Und hier müssen wir mal gucken, ob da ein Arzt oder sowas hinkommt, ne? Müssen wir bestimmt da haben, denke ich mal, ne? Arzt ist das. Ist das eigentlich anders groß wie das? Ja, das ist tatsächlich so. Ja, da geht auch so ein Arzt dann so hin, wenn, ne? So, dann hier, wenn du es hier hin machst, ist das letzte Haus da auch noch. Also das letzte Haus, die Endstraße noch erreicht. Komm, zack, deine Arztpraxis schon mal hin. Weil das wird sowieso schwierig werden mit den Hochhäusern da, ne? Wie sieht's mit Dingens aus? Feuerwehr ist da natürlich ganz schlecht. Wenn die hier ist. Die muss auch ganz bis nach da, ne? Na komm, dann machen wir die nach hier. Dann ist das auch noch abgedeckt. Kriminalität ist hier easy going. Insgesamt sowieso sehr ruhig, bis auf hier im Industriegebiet. Da wird immer geklaut. Selbst in der Nähe der Polizeistation, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Kurz noch geguckt, wie es mit der Schulbildung ist. Gibt es da auf jeden Fall. Hier eher nicht. Ja, die muss jetzt hier hin, ne? Da muss die schon hin. Und die hat keinen großen Einzugsbereich, ne? Was wir auf jeden Fall noch schnell machen, ist da
Nee, das war falsch. Da müssen wir hin. Fußwege machen. Hier rüber zum Beispiel, ne? Hier hätte man das auch machen sollen. Leider möchte er jetzt nicht dieses schöne Stück daneben machen, ne? Hier wäre richtig cool gewesen. Das geht nicht. Es ist die Frage, ob der Weg bis zur Straße geht, ne? Wieder äußerst schlecht zu sehen, ne? Aber hier sieht man's. Also bis zum Schuhweg über das Pettchen hier geht. Ja, ist angeschlossen, würde ich sagen, ne? Das ist wichtig gewesen, denke ich mal, dass der kurze Weg zu dieser Schule auch dann eingenommen werden kann, oder? Kann man das Einzugsgebiet? Ja, kann man das Einzugsgebiet, kann man sehen. Indem man hier Oberschule auswählt. Und die Oberschule ist leider nicht hier grün gefärbt. Das ist so ein bisschen schade, ne? Weil das hätte jetzt auch grün sein müssen. Ja, okay. Da sind wir aber erstmal soweit, würde ich sagen, dass wir das erstmal soweit haben. Gut. Jo, würde ich sagen, erstmal geht alles soweit. Ich sehe jetzt auch gerade keine vielen Zeichen, außer so ein paar Mülltonnen, die wir ja immer haben. Aber die werden ja immer weniger, weil wir das auch immer besser im Griff haben. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.